Flower Power. Immer lustig. Natur. Sadelrennen. Freundschaft. Strahlende Gesichter. Rock'n'Roll. Gemütlichkeit. Drühhändeln. Familiär. Es schwingt. 1980, also schon ein Jahr nach der Gründung, hat man da gesehen, dieses ganze Gelände ist ja da brach gelegen. Das war früher ein altes Boot. Nach dem ersten Fest war da irgendwie ein Spirit da, der einfach die ganze Atmosphäre da herunten hat. Das hat einfach irgendwie begeistert und darum waren wir motiviert und haben gesagt, machen wir es wieder. Wir haben eine Kinderbetreuung, wir haben zwei Bühnen, die sich abwechselnd matchen um die Besucher. Wir haben eine Gastro, die wirklich, glaube ich, alles spielt, was man heutzutage haben kann. Und ein Publikum, das kunterbunt ist und trotzdem miteinander kann. Da kommen Leute zum ersten Mal her, auch Künstler, Künstlerinnen. Und die sagen, das ist ein Wahnsinn, die verabschieden sich bei mir und sagen, nächstes Jahr bin ich fix als Gast da. Das ist so lieb. Dieses ganze Gelände, das ist praktisch war so ein Bonuspunkt, da direkt an der Theia. Man ist sozusagen in der Natur, aber ist da ganz nah in der Stadt. Die Bühne ist krass, also diese Hüttensituation, oder wie man da jetzt sagt, das ist super. Und die Leute waren sehr dicht gedrängt und so. Gute Stimmung, alles gut. Der Karle und sein Team, die haben einfach, da ich sag, so einen ähnlichen Spirit, wie wir damals vor 40 Jahren gehabt haben. Einfach Ideen und Visionen und Idealismus und da geht's daher. Die Idee ist noch immer, dass das ein bisschen so ein Chill-Out-Bereich ist und halt dieser Singer-Songwriter-Begriff nur weiterhin passt. Und wir versuchen halt jetzt so ein bisschen den Balanceakt zwischen nicht so groß wie die Hauptbühne zu sein, aber trotzdem die Qualität zu halten. Und die Qualität ist auf jeden Fall ebenbürtig. Das Publikum, also diese netten Menschen, die da sind, die sind so interessiert und so offen. Und deswegen funktionieren anscheinend, vielleicht ist das der Grund, auch unsere Stücke, die ja sehr seltsame Mischung aus absurdem Humor und Musik und was auch immer, irgendwelche Verrücktheiten sind. Ab dem ersten Jahr ist das aufgenommen worden, das Theia-Bühne, wie man es schon immer da gewesen war. Das andere ist, dass da Leute zusammenkommen, die du vielleicht ein ganzes Jahr nicht siehst und du triffst dich da und irgendwie geht da oder ist die Zeit nicht verloren gegangen. Was es speziell macht, ist glaube ich, dass es einfach von Schulzeit weg immer dieses Festival in der Heimatstadt am ersten Ferienwochenende ist, wo und das zieht sich aber dann so fort, dass das einfach für viele der Grund ist, einfach heimzufahren. Ah, dass man viele Leute kennt. Einfach, ja, ja. Man trifft eigentlich so viel, man kommt gar nicht nach mit dem Hallo. Servus, genau. Grüß euch. Das ist irgendwie auch so sehr familiär und genau, gemütlich. Das ist langsam gewachsen, es ist einfach immer größer geworden, aber trotzdem familiär. Es ist nach wie vor für viele Leute das Hippie-Festel, deswegen passt da das Woodstock-Thema wahnsinnig gut her. Wir wollen ja nicht nur für die Musiker, für die Musikbegeisterten was liefern, sondern auch für die ganze Familie. Somit bringen wir die Familien her und insbesondere haben wir auch gesehen, wie viele Familien mit den Kindern in den Jahren mitgewachsen sind. Ich bin als 14-, 15-Jähriger eingestiegen und jetzt ist mein Sohn, der wird nächstes Jahr auch mitarbeiten und mittlerweile, glaube ich, sind fast schon teilweise drei Generationen am Werken. Jahre ist einfach irgendwie ein Wahnsinn, dass wir das zusammengebracht haben, das hat ja kein Mensch geglaubt. Und eigentlich sind wir sehr stolz, dass wir das 40 Jahre lang geschafft haben. Es steht kein gewöhnlicheres Fest, als wir es essen.